Moin Moin und willkommen zurück bei Skam. Ja, wir sind frisch in der neuen Ortschaft angekommen und haben Hunger. Geht die Sonne schon wieder unter? Hatte ich beim letzten Mal erwähnt, sollte es dunkel werden, würde ich uns, je nachdem, wie sich die Situation ergibt, einmal wieder Tag machen. Ich habe rausgefunden mittlerweile, wie das geht. Gibt einen Command dafür, dann passt das. So, wir looten aber. Erstmal fleißig. Schloss. Ja, die Vorhängeschlösser, die waren auch ordentlich was wert, glaube ich. Ein handbetriebenes Fahrzeug. Cool. Ich nehme ein Stück Gummi mal mit. Tatsächlich ist ein. Einsteigen? Was? Hübsch. Okay, ich erfreue mich immer an solchen Kleinigkeiten. Nett, dass man dann einen Kollegen mitnehmen kann. Oh, ich hätte gerne dieses Schloss da. Wieso zeigt er mir das Schloss eigentlich nicht an? Es ist doch eindeutig da. Das ist ein Backrad? Weil es ist doch da. Wieso sehe ich das hier nicht? Ah. Das hat doch sonst immer geklappt. Okay, dafür würde ich einmal gerne reloggen. Hauptmenü. Ja. Das. Oder habe ich da jetzt schon wieder irgendwas eingestellt versehentlich? Irritiert? Wie spielen? Sollte ich da jetzt versehentlich irgendeinen Mist eingestellt haben? Wenn ich es super, wenn ihr mich aufklärt. Oh, super, die liegen noch da. Ja, gucke mal. Es geht ja doch noch. Okay, war wohl nur ein Bug. Cool, durchsuchen wir gleich die Dinger nochmal. Oh, hat er doch schon. Oh, hat er den einen doch gespeichert? Ist okay. Durchsuchen. Metallschrott, Metallschrott. Das kann ich doch auch schon ein Stück Gummi machen. Untersuchen. Kann benutzt werden mit. Metallschwert. Ich könnte mir ein neues Metallschwert mit Stück Gummi machen. Welchen Zustand ist unser denn überhaupt? 6%? Oh, wollen wir uns ein neues machen? Finde ich, das ist eine gute Idee. Könnte von mir sein. Ach, Werkzeugkiste fehlt. Ja. Ich glaube, wir müssen uns bald von unserer Waffe verabschieden. Mist. Ich habe sie echt lieb gewonnen. Gleiches Inventar, ne? Ist nur nicht so kaputt. So. Nimm die Jacke mit, kann ich vielleicht verkaufen. Also, falls wir mal wieder bei einem Händler vorbeikommen. Wenn nicht, schmeiße ich sie einfach raus. Beziehungsweise ist es ja noch eine gut funktionierende Jacke. Ich glaube, die könnte ich auch zu Stofffetzen zerlegen, die für Wundverband geeignet sind. Ab hier. Yay. Das war Nummer 10. Essen. Nö.
Nö. Einfach nö. Oh. Geschmack prüfen. Oh. Jo. Alles essen. Ui. Wir haben Essen gefunden. Ja, hat auch ein paar Kalorien. Nicht allzu viel, aber immerhin. Ich glaube, das macht mir den Magen voller als nötig, oder? Das heißt, ich gehe wieder auf knapp 90 hoch. So, ich habe ihn noch in der Hand. Jetzt habe ich ihn im Inventar, ne? Ja. Bisschen haben wir noch. Schön. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt die reichhaltigste Mahlzeit, aber es war eine Mahlzeit. Hüfttasche? Noch mehr Inventar? Geil! Eine Hüfttasche! Oh. Tschüss, Schwert, war schön mit dir. Oh, noch ist es da. Okay, ich muss mir echt die Hüfttasche mal angucken. Was hast du denn hier alles? Draht nehme ich mit. Leuchtfackel nehme ich mit. Schuhe 6%? Nehme ich mit. Oh, zack. Gibt's für den Fotomodus eigentlich eine Schnelltaste? Oh, yay! Tasche schön auf groß. Ja, kümmern wir uns ein bisschen drum. Aber wir haben eine hübsche Hüfttasche. So. Und unser Schwert ist jetzt bei 4%. Ich erkenne da gerade Probleme auf uns zukommen. Aber nur ein bisschen. Und BH. Ausrüsten. Du hast nicht auch noch lager Platz, oder? Hm, schade, ich kann nichts in meinem BH stecken. Hm. Ist wohl voll ausgefüllt. Also jetzt hier die ganzen Werkstätten und Garagen gucke ich auf jeden Fall durch. Ich hoffe, da irgendwas für mein Auto zu finden. Oh, noch ein BH. Mobiltelefon. Jo. Papier. Packung Angelhaken. Oh. Ich glaube, ich packe das Geld in meine Hüfttasche. Das fühlt sich richtig an. Was haben wir hier? Eine kleine Werkstatt mit offener Tür. War ich hier schon drin? Schaufel? Zum Graben? Zum Auf... Spielgraben? Ich glaube, wir müssen kurz was ins Auto bringen. Aber hier sind eine ganze Menge Gegner, ne? Ich mache kurz Zwischenstopp beim Auto. Irgendwie finden wir doch recht viel, was ja eigentlich gut ist, aber
Oh, ich könnte mit der Schubkarre hier looten gehen, während wir hier sind. Wirklich gern die Dinge einfach ins Auto schieben. Das kann ich, ah, warte mal, das kriege ich so hin. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Ah! So geht's ein bisschen schneller. Da! Wir haben immer noch so viel Platz. So geil. Wir nehmen gleich die Schubkarre mit. Habe ich die Tür wieder zugemacht oder bin ich irgendwo anders reingegangen? Bin sehr hungrig. Joa. Waren. Mein Schwert da liegen lassen. Ist eh gleich kaputt, aber. Zack. Gott. Ich kurz die Schaufel ins Auto. Erstaunen. Schaufel? Oh, die ist ordentlich groß. Ja, keine Ahnung, ob wir eine Schaufel für irgendwas brauchen, aber darum geht's ja nicht. Das ist ein gemütlicher Ausflug. So mag ich das. Danke für die Schubkarre, Spiel. Ein. Eine Mistgabel. Die Mistgabel auch mal mit ein. Einfach nur, weil wir es können. Mistgabel, Schaufel. Na, warum nicht? Waren? Metallschrott im Regal, das brauche ich ja jetzt nicht. Schlauch. Bleiplatte. Klingt unterm Strich zumindest halbwegs sinnvoll. Zack. Zack. Weiter geht die Schubkarrentour. Beziehungsweise, dass die noch auf der Straße stehen. Ja, mehr ein bisschen Kapazität im Inventar. Das sind mehrere Garagen. Oh yeah. Regel. Teilschrott. Unspektakulär. Weil unser Essensproblem löst sich irgendwie nicht. So, mal gucken. Schwert, machst du den Zombie noch? Wahrscheinlich muss ich mit der Axt totschlagen, aber. Moin.
Noch nicht kaputt oder so. 6% Schuhe? Ich hab 5% an. Das heißt, nehme ich. Ist halt das Problem. Wie gesagt, bei Schuhen nehme ich jetzt mal alles. Einfach nur nach Prozenten. Schraubendreher, geil. Seitenschneider war auch, lässt sich auch gut verkaufen, tatsächlich. Ich glaube, ich sollte, wenn ich jetzt so wirklich Probleme beim Essen habe, aktiver in den Häusern gucken, anstatt hier in den Dingern. Ah, Klammer, cool. Trainingsjacke, kann ich drüber ziehen? Ja, nice. Wahrscheinlich ist mir gleich warm. Aber wir gehen eh in eine etwas kältere Region. So ist zumindest der Langzeitplan. Und Geld. Sehr schön. Schraubendreher? Träumchen. Wir haben jetzt Dietriche und Schraubendreher gefunden. Das heißt, wir können in der Polizeistation natürlich nochmal gucken nach den Schränken. Sich Cash und noch eine Seife. Okay, Seife haben wir langsam echt genug. Eine Schubkarre geparkt da vorne. Die sollten wir vielleicht gleich mal wieder ein bisschen mitnehmen. Oh. Arbeitshose? Zementsack. Untersuchen. Kann ich nichts mit anfangen. Und was ist mit dieser Hose? Macht die Sinn? Ja, macht sie. So. Ich glaube, ich esse den Kohl jetzt mal auf. Fertig. Bevor er noch vergammelt. Oh, pass auf, er ist schon vergammelt. Ich hätte mal vorher prüfen sollen. Aber so haben wir zumindest Platz. Und wieder minimal was im Hang. Oh, was ist das? Ist das ein Entwicklerteam? Ah. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wenn nicht das erste Spiel, was ich spiele, wo sich die Entwickler auf diesem Wege im Spiel verewigen. So, was hier essen. Ist, wir brauchen Essen. Danke für den Orangensaft, aber ich brauche Essen. Eine Garage. Also ich hätte jetzt schon noch mal Bock, bei der Polizeistation vorbeizuschauen, aber irgendwie so langsam fange ich an, mir über unser Nahrungsmittelproblem Sorgen zu machen.
Und ist ein Zombie zwischen. Oh, warte. Nee, Nägel nehme ich mal mit. Und ich auch stapeln, ne? Perfekt. So, Federn. Ein Haufen. Hey, der nächste BH. Okay. Ich kann mal die Handschuhe nicht verkaufen. So, wir geben dem Haus mal eine Chance auf Essen für uns. Vermutlich, wenn, dann in der Küche. Nö. Einfach nö. Ärgerlich. Ich versuche jetzt mal kurz Gegnerbegegnungen zu vermeiden. Da waren wir schon drin. Jetzt wieder eine Schule. Pharmacy. Ärztegeschäft, also Apotheke oder Arzt? Schauen wir mal, ob wir was finden. Oh, schade, ich hab jetzt gedacht, ich krieg wieder Geld. Oh. Lumpen. Danke. Nix los, nix los, nix los. Vor allem, ich habe Hunger und durchsuche erstmal eine Apotheke. Ich kann mir vorstellen, dass ich. Sollte ich was finden, das vielleicht nicht direkt essen sollte. Schuhe! Geil! Was ist das? Turnique. Eine Vorrichtung, mit der Druck auf eine Gliedmaß oder Extremität ausgeübt wird, um den Blutfluss zu begrenzen, ohne ihn zu stoppen. Nehme ich mit. Klingt wichtig. Seife. Wir haben den Laden fertig gelootet. Überraschenderweise natürlich nichts zu essen gefunden. Aber egal. Notfalls muss ich mich im Wald durchsnacken. Das ist auch eine Option. Hier ist nochmal ein Wohnhaus, oder? Hier ist es ein Geschäft gewesen. Essen drin. Und Tresor. Ich falle aber wahrscheinlich nicht direkt tot um, wenn Hunger voll geht, oder? Oder doch? Das wäre bitter. Oh. Oh, Kürbis. Ja. Das Prozedere kennen wir ja. Also mein Essen, was ich aktuell zu mir nehme, ist jetzt nicht so nahrhaft. Erstmal einen ganzen Kohl, jetzt nochmal einen ganzen Kürbis, beziehungsweise ich warte, bis der Magen voll ist. Ich
Dann kann ich nehmen auch mal was trinken. Ja, ich habe volle Blase, ich weiß. Ich dachte aber, ich mache erstmal meinen Magen voll. Hast du wenigstens ein paar Kalorien? 190. Ja, ich glaube, insgesamt wird das halt schon. Können wir uns beim Kürbis über Wasser halten? So, dann haben wir Magen zu. Ah, ein zu viel. So, das heißt, ich packe jetzt den Kürbis. In die Hose. Und in die Toilette. Oh, ich glaube, ich suche mir mal kurz eine Toilette, ey. So, einfach aus Prinzip erleichtern. Beginn. Ach. Ach, schön hier, ne? Abgesehen von der Geräuschkulisse, die ist nicht ganz so toll. So, was sagt denn der Festteil unseres Ausscheidungsmechanismus? 30%, ja. Wenn man nichts isst, muss man auch nicht kacken. Moin. Was ist mit dem Schwert? Müsste es nicht längst kaputt sein? 2%? Eis. Es leistet uns echt gute Dienste. Also, das war jetzt kein Wohnhaus, so wie sie es ursprünglich vorhatte, sondern eher ein komplettes Lebensmittelgeschäft. Ist ja grundsätzlich auch in Ordnung. Na komm her. Ich hab noch ein 2% Schwert. Unspektakulär. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich das bei der Polizei, ob ich das jetzt will. Ich glaube, ich lasse es. Ich müsste mich mehr auf irgendwas konzentrieren, wo es vermutlich was zu essen gibt. Oh, das ist ein Geschäft, oder? Versuchen wir es doch da nochmal. Hi. Ah, Axt. Stirb durch Axt. Axt ist nicht so geil. Muss ich mal gucken, mit was ich jetzt hier blute. C1. Ach komm, behandeln wir trotzdem. Ja, sie ist irgendwie schon halb vorbei, bevor es. Na egal. Behandelt ist behandelt. So, jetzt habe ich hier. Was haben wir hier?
Pflanzenöl. Oh, cool. Bitte mit aktuellem Verkaufswert. Das wäre super. Natron. Könnte Salz essen. Will ich Salz essen? Ich glaube nicht. Schokoriegel, der kann doch nicht schlecht sein, oder? Roh, leicht zerkocht. Naja, egal. Essen. Oh yeah, das sind Kalorien. Nice. Gewürzmischung. Joa, nimm mit. Gang. Toilette. Ja, mein, haben wir einen Schokoriegel gefunden, ne? Bin schon wieder auf einer anderen Straße. Ich weiß schon wieder nicht, wo die Schubkarre ist. Kann ich das hier aufmachen? Naja, ich wollte das Kleine nehmen. Alles okay. Da stehen Schuhe. 90%. Laufen wir jetzt in Gummistiefeln rum. Kann ich die einfach mitnehmen noch? Ich muss mit der Schubkarre hier rankommen. Fuck. Schubkarre. Wird auf jeden Fall nicht diese Richtung sein. Beziehungsweise gleich mit dem Auto. Oh, noch eine Garage. Ey, das ist schlimm. Ja, nee. Schubkarre. Ich guck gleich weiter. Das ist wichtig, das muss ich mitnehmen. Schubkarre muss hier irgendwo sein. Wir haben Benzinkanister. Der hat, glaube ich, 3000 gekostet. So, so. Da passt doch ganz schön viel noch rein. Räum einfach mal Inventar auf. So. Hey, Getränke haben wir genug. So. Und der Witz wird sein, von der Schubkarre ins Auto umräumen. Aber das kriegen wir schon hin. So. Ich merke schon, wir machen heute gerade wieder ein bisschen Überlänge, aber das Dörfchen machen wir jetzt noch ein bisschen weiter hier. Benzinkanister. So hätte ich dann zumindest eine anständige, wirklich anständige Möglichkeit, sollten wir irgendwo nochmal an Benzin kommen, es auch zu transportieren. Und vielleicht nochmal eine extra Portion mitzunehmen. Ja, stimmt, noch eine extra Portion mitzunehmen. Das dürfte man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Auch das mit so einem Kanister hätte ich jetzt, glaube ich, an diesem Bootsanlegeplatz richtig ordentlich Benzin mal mitnehmen können. So,
erstmal bin ich ja schon wieder ohne anständige Waffe jetzt unterwegs, weil mein Schwert einfach kaputt ist. Naja, ist okay. Oh, da ist auch noch was. Da bin ich jetzt mal dran vorbei. Das bist du Werkstatt oder Garage? Werkstatt. Ich hab irgendwas gedeckt. Oh oh. Im Obergeschoss. Ist nicht so schlimm. Solange er nicht rausfindet, wie er runterkommt. Ist das schon in Ordnung für mich? Boah, der Schokoriegel haut aber rein. Wir sind bei 30% schon wieder. Ich glaube, wir haben unsere Nahrungsmittelkrise sogar abgearbeitet. Wow. Hier waren meine Schuhe nicht. Dann wahrscheinlich noch mal eine Garage weiter. Einfach mit der Schubkarre hier durch den Ort, ey. Ich feiere das gerade. Warte mal, ich glaube, da machen wir mal einen Screenshot. Leon, Fotomodus. Ja, deine Haare sind echt hübsch. Oh, das macht, glaube ich, viel mehr Spaß, wenn ich gleich nochmal gedreht habe und die geöffnete Garage im Hintergrund ist. Ha. Das sind die Schuhe, die ich gerne hätte. Genau. Und Fotomodus. Lichtungsgitter umschalten? Keine Ahnung. Muss das Bild natürlich dann auch erstmal finden. Also ich weiß noch nicht, ob das als Thumbnail kommt. Wir sind durch mit dem Ort. Wir gehen nochmal quer rüber. Und dann muss ich die Schubkarre ins Auto umräumen. Und dann kann es sein, dass wir bald mal drüber nachdenken müssen, unseren Loot aufzuräumen. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass wir verdammt viel haben. Und damit meine ich nicht übrigen Platz. Oh, oh. Da ist noch eine Werkstatt. Tschüss, ich gehe dann mal. Wir haben hier oben noch was. Da vorne ist noch eine. Ah, da ist auch noch eine. Zwei Stück sehe ich jetzt auf Anhieb noch. Ein Smartphone, schön. Wird auch langsam dunkel. Das ist ein schöner Abschluss dann. Ach, da im Hinterhof ist auch noch was. Das könnte steil sein. Oh, yeah. Okay.
Cash? Panzertape? Das ist eine große Werkstatt, cool. Schachtelbolzen? Ja, okay. Klingt im ersten Moment gar nicht so schlecht. Gott, ich sehe schon wieder zwei. Solche Werkstätten haben sie irgendwie alle, oder? Also viele. Muss halt nur mal aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder in die Werkstatt reinrenne, wo ich eben die Tür einfach wieder zugemacht habe. Hier oben. Weißt du, noch keine einzigen hier oben. Hier sind ein Haufen Kisten. Ich war es dumm, dass ich hier nicht hochgeguckt habe. Aber egal. Ich werde das jetzt nicht bei jeder einzelnen nochmal nachholen. Ich glaube, wir spielen. Spielen noch ein bisschen und werden nochmal über eine Siedlung stolpern. Ich glaube, in diesem Spiel ist das so, den Anspruch zu haben, einfach so eine Siedlung komplett zu looten und das mehrfach. Also mit verschiedenen Siedlungen meine ich, das ist doch ein bisschen viel. Oh. Bist du die mit dem Zombie? Oder bist du die mit einem Zombie? Hm. Gut. Schubkarre. Da. Fahren. Schauen wir mal, was wir unser Auto wiederfinden. Und da bin ich grundsätzlich zufrieden mit dem Ausflug hier heute. Wir würden uns dann beim nächsten Mal wieder ins Auto begeben. Und weiterfahren. Vielleicht dann sogar ein, zwei Mal unterwegs im Wald halten und mal gucken, ob ich nochmal ein paar Grillen finde. Also ein bisschen sollten wir die Nahrungsmittel doch noch mal im Auge behalten. Jetzt der Schokoriegel, der hat uns echt den Arsch gerettet, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir immer wieder Schokoriegel finden. Ich habe hier, glaube ich, an der geteerten Straße vorne geparkt, wenn ich mich recht erinnere. Da oben eigentlich, das sieht komisch aus. Hier gehen wir mal mit der Schubkarre den Berg hoch. Einen Blick drauf werfen. Die Schubkarre kommt mit, damit ich sie nicht vergesse. Oh, da hinten ist grüner Rauch. Ach, warte mal, grüner Rauch war doch Airdrop, oder? Kirche. Ah. Airdrop ist jetzt natürlich so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, wann der runtergekommen ist. Ist das auf der Map überhaupt? Da ist er. Da könnte was zu essen drin sein. Ah. Aber ich meine, das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich jetzt komplett daneben liege. Was gehört halt zu den Dingen, die ich ein bisschen mitbekommen habe. Ich glaube, die haben einen Timer drin mit Selbstzerstörung. Dass sie 20 Minuten nachdem sie abgeworfen wurden, Puff machen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass wir in der Nähe sind, wenn es Puff macht, weil ich glaube, das ist tödlich. So, einmal das Türchen hier auf.
Also ich meine, so ein bisschen Risiko ist ja voll mein Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da anständig hinkommen und noch Zeit haben. Jedenfalls da vorne erstmal unser Auto. Oh, das ist noch eine große, Werkstatt. Nein, wir nehmen den Airdrop nicht mit. Doch. Oh, ich hasse mich jetzt schon wieder. Ich werde wahrscheinlich wieder furchtbar dumme Dinge tun und entscheiden. Am einfachsten wäre es, wenn der Airdrop einfach verschwindet, bevor ich auf die Idee komme, ihn mir anzugucken. Stift. Naja, danke. Metallrohr, danke. Das Metallrohr könnte ich aber als Waffe verwenden. Oh, ist gar nicht so dumm. Pack das mal auf die 1. Weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass das als Waffe halbwegs was taugt. Wir werden sehen. Ich habe Hunger. Ja, ist mir klar. Ich habe sehr großen Hunger. Sehr hungrig. Ja, ist mir auch klar. Lasst mich nur gerade irgendwie von allen anderen Dingen ablenken. Was heißt ja ablenken? Wir machen genau das, was wir wollten. So, looten. Looten, looten, looten. Hopp. Hopp. So, kann ich jetzt staunen? Gut. Ja. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich das jetzt alles einzeln machen muss. Oh, ich muss ja mal wissen, wie viel Platz wir überhaupt noch haben im Auto. Kotzt da gerade so alles rein, einfach nur. Ohne überhaupt zu wissen, dass es Sinn macht. Das ist so der nächste Punkt. Achso, das war's schon. Auto. Wie viel Platz da einfach noch drin ist. Ist okay. Tschüss, Schubkarre. Die kann ich wahrscheinlich nicht da reinpacken, oder? Ach, für einen Freund. Nö. Das wär's jetzt noch gewesen. So, ich sag ja, ich entscheide mich immer für dumme Dinge. Wir gucken mal kurz, ob der Lootwurf oben noch da ist. Da hinten der grüne Rauch ist es nämlich. Jetzt irgendwer fällt ein. Nur nicht mit dem Tempo übertreiben. Okay. Staunen. Achso, warte. Verstauen. Werde das vom Gefühl her nicht überleben. Ich. Okay, warte, ich hätte gerne noch Nadeln. Sicherheitsnadeln. Eine. Naja, ist okay. Wenn es gleich Puff macht, sind wir tot. Also sobald die Tür auf ist, kann ich das glaube ich sogar sehen. Oh, 5 Minuten. Machen wir.
Cool. Verkackt. Handwerk. Dietrich, Dietrich, Dietrich. Stellen. Oh, ich kann nur noch ein... Oh, ich dachte, ich habe auch eine Haarnadel gefunden gehabt. Oh. Naja. Achso, F. Oh Gott, knapp. Und? Robin Hood? Das komplette Fein- und Bogen-Set. Köcher. Ich glaube, ich habe eine Hutjacke, brauche ich nicht. Nehmen Sie einfach mit. Ich habe leider keine Dietrich mehr, aber... Wo war jetzt das Auto? Ja, Bogen. Ja. Da ist es. Ich würde mich hier gerne noch wegbewegen. Aber das mache ich noch einmal kurz mit euch zusammen. Weil wir gerne alle sehen wollen, dass ich hier überlebe, oder? Wahrscheinlich nicht, aber... Mitten durch den Wald. Nein, 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 nein. Ein armes Auto. Auch eine Straße. Vorne seine. So, wir haben es aber. Super! Was für ein geiler Tag. Ausflug, sonst was. Wow. Ich finde das gerade richtig super. Ich bin mehr zufrieden. Ich bin sogar eher begeistert, würde ich mal behaupten. Ich sage dann einfach mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.